kayana rebah rebah tujuh belas kelak. Russische alte U-Boot, und zwar 434, das größte nicht-atomare U-Boot der Welt, sogenannten Tango-Klasse. Tango-Klasse, das heißt, von Russen für Spionagenzwecke entwickelt, im Nordatlantik eingesetzt, heute als Museumsschiff, 90 Meter lang, kantig, besichtigt. 130 Kilometer, so liegen die Strecke, alle Container von Schiff hier am Land. Ja, Maschinenstrecke, also ein Gigant, das ist etwa 115.000 PS. Mit angetrieben, 14 Zylinder, Zweitaktmaschine, Mannschaft auf so einem Gigant nicht mehr als 20, 25 Mann, obwohl die moderne Schiffe, also ist schon möglich mit 18, 16, 18 Leute so ein großes Schiff hier zu fahren. In der Mitte, Kollege ist langsamer, schauen wir die symmetrische Skala, kann man selber ablesen, wie tief das Schiff im Wasser liegt, knapp 12. Das Schiff gehört zum Wahrzeichen von unserer Handlungsbürgerung, Schiff 3, Segler, Wagen.
Ja, dann kommt ihr nach Cap San Diego. Cap San Diego, das ist ein typischer Frachter. Hier in Hamburg, im Finkenwerder, an der Arbeitsrecke Deutscher Westbahn. Hamburg, Südamerika, Argentinien, Brasilien. Auf so einem Frachter früher, da hat man 36 Besatzungen gearbeitet. Tak tamhle odsaď byl teče Labe, Hanka mě fotí. Tamhle odsaď teče Labe z Prahy a má plno ledu na sobě. A ten led plave tamhle do moře a to je ještě přes 100 km do moře. Tak. Dáme naproti to žlutý divadlo, kam dneska večer půjde. Cap San Diego. Ein Frachtschiff aus den 60er Jahren des Jahrhunderts. Cap San Diego macht in ihrer Dienstzeit bis 1980 130 Reisen nach Mittel- und Südamerika, nach Rio de Janeiro, Buenos Aires, an die Copacabana, wo das jetzt so schön warm ist. Und die Mädels alle in den Tanga rumlaufen, jedenfalls am Strand, ne, hab ich mir sagen lassen. Tak tady sedíme. Königdelevn.